Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Jump'n'Run Map. Ich muss ehrlich sagen, heute weiß ich noch nicht genau, was mich erwartet. Jedenfalls heißt die Map schon mal Phantom Run. Dort wird das Monster einfach mir hinterherfliegen. Wie schnell genau, das kann ich alles einstellen. Ich habe das jetzt mal auf Medium gelassen. Also schnell, slow gibt es dann noch ganz langsam, fast und super fast. Und hier gibt es echt eine coole Level-Auswahl. Also Level 1 haben wir hier, Level 2, dann Level 3, sogar immer noch ein Bild, wie das Level aussieht. Und bis zum sechsten Level geht es hier. Aber ich kann gleich mal zum ersten Level gehen. Da vorne gibt es noch ein paar andere Einstellungen. Und das Prinzip ist, soweit ich weiß, einfach vor dem Monster abzuhauen und ans Ende des Levels anzukommen. Ich drücke mal gleich auf Start und es müsste auch jeden Moment schon losgehen. Aber auch schon mal zu Anfang, Leute, das Level startet gleich. Falls ihr mehr Bock auf sowas habt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt geht's los. Let's go. Und da steht auch ein Timer. Und die Frage ist, ich sehe noch kein Monster, das irgendwie hinter mir ist. Aber ich glaube mal, das müsste gleich kommen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Jump here. Oder fängt halt erst woanders an. Also das habe ich halt auf Medium gestellt. Aber bisher sehe ich noch nichts, was mich verfolgt. Aber ich höre jetzt was. Und ich glaube mal. Oh mein Gott, Moment. Es geht da hinten wieder hoch. Ich glaube mal, das ist gespawnt, oder? Das ist einfach riesig da hinten. Ich muss hier hochspringen. Hier lang. Ich will nicht direkt failen, Leute. So, das heißt, da hoch. Ja. Und dann auf den Block. Und dann glaube ich mal, muss ich da hochspringen. Ich glaube mal, das war richtig. Ich hoffe einfach mal. Und dann da hoch wiederum. Und es geht halt echt richtig lange. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen Zeit. Und wo muss ich jetzt lang springen? Ich muss, glaube ich, erstmal. Jetzt habe ich, glaube ich, schon verloren. Wenn man halt einmal runterfliegt, kann man nicht mehr zurück. Ich will es jetzt nochmal vielleicht probieren, aber ich glaube, das ist einfach komplett riesig. Ich schaffe das nicht mehr. Game over. Was? Okay, Leute, schaut es euch an. Also, das Phantom ist echt so riesig, wirklich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, ich kann jetzt gleich nochmal die Map starten. Let's go. Und ich hoffe mal, dass ich das erste Level jetzt gleich schaffen werde. Diesmal nehme ich mir auch nicht so viel Zeit am Anfang. Ich weiß jetzt auch schon so circa, wo es lang geht. Aber das Prinzip finde ich echt mal ganz cool gemacht. Das könnte man eigentlich so mit ziemlich vielen neuen Monstern so machen. Und let's go, jetzt geht's los. Aber das ist halt echt ein bisschen gemeint, dass man halt so viel wieder von vorne machen muss, wenn man halt einmal runterfliegt. So hier lang und jetzt ging es nochmal genau auf den Slime. Und es ist halt auch zum Teil, finde ich, so ein bisschen unübersichtlich. Also das ist echt auf vielen Maps so. Man weiß oft nicht, wo man hinspringen muss. Und jetzt ist das Monster gespawnt. So, das heißt hier schön lang. Ja. Und ich glaube, ich weiß auch jetzt gleich, wo es lang geht. Das war vorhin echt richtig fail. Aber ich habe auch wirklich genug Zeit bisher. So, da lang. Und ich glaube, jetzt muss ich erstmal hier drauf und dann kann ich easy darüber springen. So, das habe ich vorhin halt echt, ja, ein kleines bisschen gefailt. Aber jetzt zum Beispiel, man ist auch schneller auf dem Boden. Das Monster kommt da hinten auch schon. So, ich will jetzt nicht nochmal sterben. Und ich muss mir aber auch die Leitern merken, wo die waren. So, aber bisher ist es nicht so schwer von dem Slime hier drauf, das irgendwie nicht gereicht hat. So, das heißt nochmal hier rüber, dann auf den Block. Wenn ich jetzt sterbe, ist es schon fast wieder vorbei. Ich glaube mal, hier hätte ich drauf springen müssen. Und so schaffe ich den Boost auch. Dann hier hoch. Und dann wiederum hier weiter. Jetzt höre ich zum Glück die Explosion nicht mehr so genau. Auf den Slime bitte nicht failen. So, und ich glaube mal von hier dann auf den Block, auf die Leiter wiederum. Okay, und da stehen zum Glück auch so ein paar Schilder, wo es lang geht. So, hier glaube ich mal weiter nach oben. Muss jetzt hier runterspringen. Ich glaube mal, so wie es aussieht, schon. Jetzt komme ich hier raus. Moment, das war jetzt aber. Hä? Das Monster. Ach so, hier oben starte ich dann quasi. Ich habe gerade gedacht, bin ich jetzt nochmal komplett falsch? Hier geht es dann weiter. Wie lange geht das Level noch? Das Monster kommt da hinten. Ich sehe schon. Alter, das sieht so krass aus. Okay, dann hier so ein Ecksprung, den ich nicht geschafft habe. Okay, ich sollte echt nicht zu lange hier rumtrödeln, bevor das Monster kommt. Ich glaube, komm, dann springe ich jetzt eher mal hier lang. Also es gibt beide Seiten. Hier einmal drum. Aber warum habe ich das jetzt gerade nicht geschafft? Okay, es kommt immer näher. So, hier nochmal lang springen. Ich gehe jetzt nochmal am besten hier durch. Hier. Ja, und jetzt habe ich es, glaube ich, gefailt. Nein, ich kann. Bitte, Leute. Ich kann noch hier ein letztes Mal versuchen, lang zu springen. So, aber man hat halt echt, wenn man so das jetzt genau sieht und hört, echt viel, viel mehr Druck, hier lang zu springen. Und ich habe es gerade noch so geschafft, hier rüber zu springen. Aber hier geht es direkt weiter. Ist auch wieder ein Ecksprung.
Das Monster höre ich jetzt noch gar nicht mehr, aber das kommt auch schon da vorne. Deswegen, jetzt darf ich halt echt keinen Fehler mehr machen. So, auf den Slime. Nicht zu weit. Und dann hier nach oben. Und ich habe es, glaube ich, sogar geschafft. Endlich. Und es war noch nicht mal so eine gute Runde, aber ich bin auch nicht wirklich eingespielt. Hier sieht man nochmal das Monster. Und das war echt schon mal krass auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall eine Challenge. Und man muss sich überlegen, ich habe das auf Medium eingestellt. Also jetzt mache ich am besten mal Old Factory, oder? Soll ich mal? Ja, komm, ich mache mal nach der Reihenfolge die zweite Map. Und jetzt muss ich ein kleines bisschen abwarten. Und das Einzige, was ich wirklich hoffe, ist, dass die Map nicht zu kompliziert aufgebaut ist. Also wo man ewig nach den Wegen schauen muss. Aber gut, jetzt geht's hier lang. Aber zum Glück, na gut, es sind auch ein paar Pfeile. So, und ich denke mal, da vorne geht's wieder weiter. Hier muss ich lang springen. Und da geht zum Beispiel halt auch wieder drum zurück. Das ist halt auch krass. So, das ist gemein, wenn das Monster schon so direkt hinter einem ist. Aber hier kann ich direkt weiter. Ich glaube mal, ja, jetzt ist es gespawnt und zerstört alle Blöcke hinter sich. Und zum Glück bin ich erst hier gefällt. Ich möchte jetzt nicht direkt wieder fällen in diesem Level. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die Sprünge sind nicht so einfach. Was war das gerade für ein Effekt? Irgendwie Schnelligkeit auf einmal bei dem Slime? So, sah zumindest so aus. Dann geht es da oben weiter. Auf den Block wiederum. Und wo geht es dann diesmal lang? Hä? Achso, da. Ich springe jetzt mal ins Haus rein. Ich bin so lange hängen geblieben jetzt hier, weil das mich verwirrt hat, so ein bisschen. Was kommt jetzt? Das Monster kommt halt auch immer wieder näher, weil es so unübersichtlich die Map schon wieder hier ist. Auch wenn man so ein paar Ausschilderungen hat, wie die netten Blöcke hier, ist man weiß es echt nicht oft. Und ich hoffe mal, dass der nicht direkt weggeht. Zum Glück nicht. Und dann, glaube ich, mal hier rein. Jetzt höre ich das Monster wiederum nicht mehr. Aber was muss ich jetzt machen? Zum Beispiel einfach da runter? Nee, oder doch? Okay, hier geht's lang. Und jetzt hört man das halt wieder. Ich ziehe die Leitern hoch. Und dann ganz schnell, glaube ich, mal hier drauf springen. Ja, dann wiederum hier. Die Leitern springt man halt echt schnell hoch. Das ist krass. Und dann geht's hier weiter. Oder ich denke einfach mal hier drauf. Und dann auf den Slime da unten. Ja. Gut, dann geht's auf dem Holzbalken hier weiter. Reicht der Boost nach oben? Zum Beispiel, der reicht halt niemals. Jetzt muss ich nochmal nach da springen. Und ich höre es halt immer näher kommen. So, das heißt, wo soll ich jetzt wiederum? Ach so, da, ich hatte einen übersehen. Jetzt reicht's auf jeden Fall. Also das sind halt wirklich, weil hier so viel gebaut ist. So ein paar Blöcke, die man schnell übersieht. Ah, ich muss mich nach oben boosten lassen. Gut, und dann von hier wiederum auf den Block, glaube ich mal. So, ohne zu sterben, bitte. Ah, und dann, glaube ich, auf den hier. Ja, und wiederum darüber. Also ich glaube, ich bekomme auch keinen Fallschaden. Da vorne ist schon wieder das Ziel. Und es ist echt wieder richtig knapp, wie es alle Blöcke zerstört. Oh Leute, das sieht echt halt richtig cool aus, wenn man sich das hier so anschaut. Es kommt immer näher. Und die komplette Welt ist da hinten schon zerstört. Aber ich will jetzt echt nicht mehr... Oh, oh, Leute, das war keine gute Idee. Ich will echt nicht mehr fällen. So, lieber ganz safe hier oben drauf. Da kann ich es jetzt nochmal anschauen. Und da kommt es auf jeden Fall auf mich zu. Aber Leute, so, wir springen jetzt gleich mal rein. Nutsville has reached the goal in 3 Minuten 45. Also man kann dann natürlich auch seine eigenen Bestzeiten und so weiter verbessern. Und das war es auch zum zweiten Level. Der Level sieht so aus. Ist so ein Eislevel, glaube ich mal. Das kann ich auch mal gleich starten. Ich starte das Level jetzt gleich mal. Mal schauen, was hier jetzt für Sprünge kommen. In 2 Sekunden geht's los. Also das spawnt halt nicht direkt am Anfang. So, das hat natürlich auch seinen Vorteil. Man kann so ein bisschen hier mal ruhig failen und so, bis er kommt. Aber es ist auch nicht wirklich gerade leicht. So, wenn er erst später spawnt. Da bin ich leider zu schnell gesprungen. So, und jetzt habe ich nochmal einen Fail geholt. Und er kommt sogar schon da hinten, oder? Ja, oh, da fliegt er schon da durch. Okay, das heißt... So, jetzt ganz ohne zu failen bitte hier drauf springen und dann wiederum auf den Slime und dann klappt es auch diesmal. So, das heißt hier hoch. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ganz klappt, aber hä, kann ich von hier? Das geht halt einfach echt. Okay, ich habe jetzt schon wieder überlegt irgendwie, ja, geht es doch nicht irgendwo anders lang? Das kann ich mir nicht so vorstellen, aber der Boost hat auf jeden Fall trotzdem gereicht. Oh nein, und das Monster, ich habe zu lange überlegt, das kommt jetzt schon direkt. Das heißt, wenn ich hier faile, sehen die Karten echt richtig schlecht aus. So, hier lang. So, wo geht's jetzt genau weiter? So, springe ich mal am besten durch. Okay, wieder so ein Ecksprung. Die Ecksprünge sind aber auch nicht so schwer.
Aber das ist auch mies. So, da kommt nochmal ein Zaun. Und wo geht zum Beispiel jetzt weiter? Ah, da muss ich hier rumspringen um die Ecke. Und so geht's auf jeden Fall schon mal. Und hier kann man halt echt wieder richtig krass aufholen. Da kommt nochmal... Oh, da kommen sogar zwei Pistenblöcke. Hier schön auf den Slime. Das war auf jeden Fall gerade nicht schlecht gemacht. Oh nein, aber hier bin ich runtergeflogen. Kostet nochmal viel Zeit. Da hinten sieht man das Monster. Und ich wollte gerade von dem oberen Block direkt auf den anderen, aber so schnell hier drauf. Und jetzt kommt ein Slime. Den kann ich aber noch nicht benutzen, glaube ich. So, da muss ich erst nämlich nach hier oben. Und jetzt kann ich den, glaube ich, gleich benutzen, um hier drauf zu springen auf den anderen Block. Aber da höre ich halt auch schon das Monster wieder. Aber ich denke mal, so, wenn es so weitergeht mit den Sprüngen und so weiter, kann ich auf jeden Fall easy direkt ans Ziel kommen. Und den Block, den braucht man gar nicht. So, das heißt hier direkt nach oben. Und ab und zu hört man halt echt das Monster, aber bisher nicht mehr. Das heißt, es ist echt ein gutes Zeichen. Da vorne sehe ich sogar schon das Ziel. Die Frage ist jetzt, jetzt muss ich nochmal, glaube ich mal, hier. Da gibt es sogar eine Leiter. Kann ich von hier direkt auf den Block? Ja, das geht sogar. Und dann von dem direkt nach hier oben. Und hier ist schon das Ziel. Und da vorne kommt so ganz, ganz langsam wieder das Monster an. Game over. Also das ist halt echt krass. Vor allem, das kann man auch im Multiplayer machen. 2 Minuten 55 war diesmal die schnellste Map auch, glaube ich, bisher. Und es gibt, wie gesagt, auch noch 3 weitere Level. Und falls ihr Bock habt, dass ich dann nochmal eine zweite Folge daraus mache, wo ich vielleicht auch mal das Phantom nicht nur auf Medium einstelle, wie es bisher war, sondern sogar auch auf Fast oder Super Fast. Also wie schnell zerstört es dann bitte die Map? Und natürlich auch die anderen Level hier ausprobiere. Dann könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen dazu. War echt mal ein cooles anderes Prinzip. Ansonsten könnt ihr auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie Instagram, Snapchat. Könnt ihr mir gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.